Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 1 mit mir, alle Wachen 92, Hanoi, Team Deathmatch. Auf geht's. Ich hatte ja letzte Folge schon mal so angesprochen, so die letzte 1, 2, 1,5 Minuten oder was da waren. Sachen Alternative. Was heißt Alternative? Hamas. Noch so ein zusätzliches Projekt. Wie gesagt, normal kommen ja Montag, Mittwoch, Freitag Multiplayer-Videos, COD, Battlefield, was weiß ich. Und dann halt normal von Montags bis Freitags die ganz normalen Let's Plays. Und dann gibt's ja noch zwei freie Tage. Entweder lasse ich die halt weiter frei. Oder halt da nochmal so ein schönes zusätzliches Spielchen. Fuck. Spielchen würde so aussehen, hatte ich ja schon angesprochen. Entweder ein Super Smash Bros. Für Switch. Da vielleicht irgendwie so nennen, keine Ahnung, gut werden in Smash oder sowas, keine Ahnung. Oder halt Crash Team Racing oder Mario Kart 8 Deluxe. Würde halt beides nicht schlecht sein. Preistechnisch, also geldtechnisch, wäre natürlich MK8 bedeutend besser, weil es halt nun mal nur 20 Euro kostet, statt 30, 40. Obwohl, ich kann die auch 3 Monate nehmen, ne? Ja gut, der nimmt sich nicht viel. Dass man da dann halt nochmal sowas macht. Da hätte ich halt Bock drauf. Keiner. Dass man da denn... Oh, fuck. Wie gesagt, da denn noch mal ein bisschen weiter an Projekten... Oh, fuck. Ah, nee, stört er nicht. Und dass man da dann noch mal das Portfolio ein bisschen erweitert. Obwohl ich sagen muss, ich bin, denke ich mal, relativ gut aufgestellt. COD guckt man eigentlich immer. Vor allem, wenn es dann halt wieder in die alten CODs halt reingeht. Aber, naja, man muss ja halt gucken, wo man im Endeffekt bleibt. Klar, ein paar Klicks mehr wäre natürlich geil. Ja, hoffe ich mir natürlich dadurch. Das ist natürlich Fakt. Fuck. Warum ist denn der jetzt nicht totgegangen? Muss man einfach so sagen. Aber nichtsdestotrotz... Müsste hier eigentlich wohl in der sein. Macht man's ja, oder mache ich's ja klar, um halt ein bisschen... man muss einfach so sagen, man macht's aua. Man macht's halt wegen dem Fame. Klar. Ja, was heißt Fame? Ne, hört sich immer ein bisschen doof an. Man macht Let's Plays halt wegen der Aufmerksamkeit, weil man halt hofft, dass man da geschaut wird und das dann auch ein bisschen größer wird, was man da halt macht. Klar, nichtsdestotrotz macht es halt mir auch immer noch Spaß, auch wenn es mittlerweile bald schon 10 Jahre sind, weil ich den ganzen Kram hier mache. Und ja, nichtsdestotrotz möchte man ja auch trotzdem dann nochmal ein bisschen weiter wachsen, weil ich denke mal, ich habe das Potenzial. Da auch wirklich weiterhin zu wachsen. 5. Aber das ist natürlich relativ schwer. Das ist halt genauso wie auf Twitch mit dem Stream so an sich. Ich habe mich ja jetzt nur ein bisschen über den Cast. Über CSGO-Casts. Och, Mann, Alter. Bisschen was etabliert. Auf halt Follower gekriegt. Klar, da gibt es nicht ganz so viele. Klar, Caster schießen auch zurzeit raus. Also kommen aus dem Boden wie Sau. Das stimmt. Nichtsdestotrotz muss man aber auch die Teams so überzeugen mit, mit guten Cars, mit Wissen, alles drum und dran. Und er sitzt da halt die ganze Zeit und campt da nur in der WT. GG. Haben sie ihn gekriegt? Ja. Das heißt, da ist es ja nicht ganz so schlimm, ne, da geht's ja an sich. Aber da, ne, das dauert halt auch ein bisschen, bis man da entdeckt wird und alles drum und dran. Weil es Cast-Kram, also CSGO-Kommentator, kann ich mir halt auch vorstellen, das als Teilzeitberuf zu machen. Oder generell so Caster. Muss ja nicht nur CSGO sein. Rocket League geht ja auch noch. COD würde halt noch gehen. Rainbow Six bin ich auch interessiert, aber da müsste ich mich halt wieder ransetzen, dass man da die... Mann, Alter, willst du mich verarschen? Ja, will er. Dass man da halt wie die ganzen Callouts und so was lernt. Das gleiche gilt halt auch für CO, für die... Fuck. Für das neue COD. Also muss man halt schon ein bisschen halt wieder reinkommen. Aber ich denke mal, wenn ich mich da hinsetzen würde, würde auch da die ganzen Callouts definitiv klar gehen. Da will man einmal dropshotten und dann klappt's nicht. Na, super. Feindliches Spionageflugzeug. Naja. Also von daher bin ich halt mal gespannt... wie gesagt, da kann ich... Also ich denke mal, ich kann halt mehr. Also, Potenzial ist da, sagen wir es mal so.
Ey, er läuft mich. Ich weiß gar nicht, wo ich Knife habe überhaupt. Okay, Maustaste. Wie gesagt, das Potenzial, denke ich mal, habe ich da auf mehr. Aber wenn es nicht sein soll, dann ist es halt nun mal so. Weil, wie gesagt, es soll, man muss ja auch irgendwie entdeckt werden und dann muss man halt auch die Leute dementsprechend auch überzeugen, dass man da auch die Follower und die Views dann halt nun mal bekommt. Weil das sage ich ja auch auf Twitch, habe ich das, glaube ich, damals auch schon mal angesprochen, ohne Follower, beziehungsweise ohne entsprechende Zuschauerzahlen, bekommt man halt keine neuen Follower oder Abonnenten und dadurch dementsprechend auch keine neuen Zuschauer. Macht irgendwie Sinn? Weil umso mehr Leute man halt auf die Videos oder auf dem Stream hat, umso einfacher und so schneller wird man halt gefunden. Ist halt nun mal so. Wie gesagt, wenn es halt bei mir nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Damit hat man sich dann auch irgendwann abgefunden. Von daher finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Klar, mehr ist halt nun mal cool. Aber wenn es halt nun mal nicht so ist, dann ist es halt nun mal nicht so. Ich glaube, jeder träumt davon, einen Monte da zu sein, mit seinen, keine Ahnung wie viel, Einnahmen, oder beziehungsweise ein, ja, Klicks und alles drum und dran, wäre natürlich geil, ne? Braucht mir keiner sagen, dass das halt nicht so geil, ist, wenn man halt mit dem Hobby Geld verdienen kann und das halt ordentlich. Und der hat ja nun mal sein Hobby zu einem Beruf gemacht. Und das wäre natürlich geil, wenn halt, ja, gut, wie gesagt, das will halt irgendwie jeder. Einer schafft's, der andere schafft's halt nicht. Man sollte sich darauf trotzdem nicht versteifen, aber oh, träumen darf man, glaube ich, schon mal, oder? Ach, fuck, man. Also das wäre halt schon, ein Träumchen, wenn es halt so passieren würde. Aber na gut. Sei es nun mal dahingestellt. Wie gesagt, entweder funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Es kann halt jeden Tag passieren. Man muss halt einfach nur irgendwie gefunden werden, gepusht werden. Das ist halt so der einfachste und der schnellste Weg. Aber naja. Man wird zeigen, was so die Zeit mit sich bringt. Oder was dementsprechend auch nicht. Das wird man dann ja sehen. Aber wir sind auf jeden Fall ja auch schon wieder durch. Ja, Black Ops 1, die ganzen Runden gehen relativ schnell. 18, nee, Quatsch, 19, 18. 1er KD, finde ich ganz okay. Und ja. Wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall die 5 Folgen am Stück aufnehmen. Er ist auf jeden Fall gut am Campen gewesen, aber wenn er meint, dann ist es halt so. Auf jeden Fall, ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.